Go. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Divinity Originals 2 mit dem Sascha. Hi! Mit dem Chris. Yo, yo, yo. Und dem Christoph. Hi. Du bist ein Mongo. Das scheiß Go musste noch kommen. Ja. Ja, Leute, wir sind wieder hier noch in der Höhle und gehen dann auch jetzt mal in die Rollen. Okay. Ja, was los? Was haben wir als erstes gemacht? Kommt Fresh Dumbledore wieder, ey. Warum ist eigentlich überall... Warum haben wir eigentlich überall, wenn wir irgendwas mit Roleplaying haben, irgendwo immer ein Fresh Dumbledore dabei? Selbst wenn Pen and Paper ist, Storm auch Fresh Dumbledore. Okay, Leute. Ja, damals im Krieg. Okay, Leute, also, ich hätte mir gar nicht genug erinnern. Da ich bisher derjenige war, der Graziana auch hier ein bisschen hier verstört hab, verstört passt. Ja, möchte ich ihr das Gefäß bringen als Wiedergutmachung. Ich hoffe, das geht mit euch legit. Das ist Graziana. Ich habe bisher schlechte Erfahrungen mit ihren Gewölben gemacht, gönn dir. Erstmal legen wir uns erstmal hin und schlafen eine Runde. War ein harter Fight hier. Schon. Okay, ich drücke jetzt auf Rechtsklick auf. Ich nehme es jetzt in die Hand. Ja, jetzt mach. War mir schon mal bereit. Okay. Okay, never mind. Was mit den anderen? Unerwartet. Der kommt ja. Das sind drei, du Bob. Perren, lern zählen. Ah. Verlang nicht zu viel. Theoretisch, was ist mit den anderen? Oh. Hä? Warte mal, das kann aber nicht sein. Nee, das kann überhaupt nicht sein. 1-3, ich nehme mal. Oh, das hat funktioniert. Und das auch. Okay. 120 Lappen. Ochsen pro. Ja, aber sollen wir den verkaufen? Da ist ein so grausiger Schatten drin, steht da. Warum hast du... Wer hat Krischi gerade was zugesteckt? What? Es ist gerade Stuff in dein Inventar gewandert. Zerschließt eine Karte oder so Google App. Hey, wer macht denn sowas? Also ja. Ich bin kein Packesel. Okay. Freunde, ich erinnere mich an einen verborgenen Pfad, den wir vorhin... Werte Xatadre, könntest du für mich... Ich nicht, aber ich folge dir. Ne, Armbrust tragen vielleicht. Ich kann die nicht mehr tragen, die ist zu schwer für mich. Noch so, mein guter okay. Freund, ist das nicht möglich. Ja, ich auch nicht, ich hab einfach mal gekriegt. Ah, Moment, und hier geht's auch lang. Ja, guck mal, das Schild hier, das kannst du doch sicherlich gebrauchen. Oh, hier ist irgendwas. Was war das? Ich meine, du bist der Einzige, der aus unserer Gruppe ein Schild trägt, tragen würde. Bei uns ein Tank ist ja nicht tanky. Bicker Tank. Ja, genau deswegen. Aber der Schild ist halt super, super sick, deswegen habe ich es mir sogar auch schon überlegt, den Schild einfach anzuziehen, obwohl ich halt kein Ding bin, kein Warrior bin. Kein Schildmensch, richtig. Redet auch schon Englisch. Hier war ja doch eine Ratte im Raum. An die habe ich mich überhaupt nicht mehr erinnert. Idiot. Ach, guck mal, mit der Statue kann ich nicht mal mehr interagieren. Hast du letztes das Mal wussten wir doch auch schon. Welchen Raum? Meinst du den hier? Nein, hier vor der Tür, mein Freund. Scheiße. Jetzt wartet mal, Jungs! Nein! Was hast du getan? Bin rausgetappt. Ja, ist egal. Du nimmst doch nicht auf. Nein, aber ich muss das Spiel noch geschlossen. Das schließt sich aus ewigen Gründen auch immer, wenn man raustappt. Okay. Hey, jetzt noch eine Tür. Dann warten wir wohl einmal ganz kurz. Sorry. Was hast du jetzt schon wieder getan? Du bist unterkühlt, eingefroren. Was hast du getan? Weißt du, dass die Truhen die ganze Zeit nur so... Ich hab die Tür geöffnet und wurde dabei eingefroren. Hey, guck mal, hier ist ein Becher. Oh, das dauert immer so ewig lange, ey. Hast du den übersehen oder warum steht er noch da? Hinter der Tür ist nichts. Alles klar. Gute Tür, habe ich gehört. Naja. Wahrlich mysteriös. Also. Womit redet ihr jetzt schon wieder? Ich rede mir nichts. Muss ich dich nochmal einladen? Ja, leider. Warte noch kurz. Warum ist Xatadrek jetzt vergiftet? Was macht ihr da hinten? Ich habe nur mal probiert, die andere Tür aufzumachen, aus reinem Interesse. Und tatsächlich scheinen die Türen hier vergiftet zu sein oder mit irgendwelchen Stats belegt. Kannst du mich jetzt erinnern? Ja. Verflucht. Oh, ich sehe dort hinten eine Truhe. Okay. Und einen mysteriösen Eiskristall oder sowas. Mysteriös. Mysteriös. Ja. Galileo. Wer ist dieser Galileo?
Ich finde, wir schauen uns das hier mal glaubt, an. Glaubt, dass die Erde rund ist, der Idiot. Ja, hier waren natürlich schon jemand an der Kiste Ball. Dran. Hey, diese Glühwürmchen, die sehen hier aber auch überall, wo irgendwas Interessantes ist, habe ich so das Gefühl. Vielleicht ist es ja auch ein Hinweis. Ein Hinweis, oh, vielleicht ein Hinweis. Wir sollten Blau und Schlau rufen. Wie war das nochmal? Was kann Blau und Schlau gelöst. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Okay, das war weniger berauschend, als ich es ja gedacht hätte. Soll ich dir mal was sagen, was richtig berauschend ist? Gutes Deine Bier. Mama. Was? Alter! Sowas aus Saschas Mund gehört. Oh, das ist eine Ratte. Ich hasse Ratten. Töte sie. Hey, Perrin. Perrin. Töte keine Ratte! Perrin. Sie ist nur okay. Dir geschlagen. Komm mal her, hier ist eine versteckte Tür. Du bist zu dumm, eine Ratte zu töten! Ich hab mich nur Schaden gemacht. Nein! Auch der ist zu blöd, die Ratte zu treffen. Warum ich so wenig Schaden habe? Nee, passt, okay. Was ist los? Hat die Ratte komm her, komm her. Wo ist Perrin, bist du denn? Hey, Perrin. Ja. Komm Perrin, her. Hey, Perrin. Ja. Hier ist eine geheime Tür. Versuch die mal zu öffnen. Du sollst sie aufmachen, das ist eine Tür, die kann man mit der Hand aufmachen. Manchmal ist der Krieger gar nicht so dumm, wie man es immer denkt. Mach immer so Türen auf. Mach das nicht. Ich glaub, das gar nicht. 5 Stunden später. Ah, eine Wand. Sehr gut. Ziemlich doofer Raum. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir verlassen die Katakomben langsam mal wieder. Okay. Wollen wir sie über den Weg verlassen, den wir gekommen sind? Ja, wir können auch hier oben rumgehen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und geht in die andere Richtung. Hä, warum geht ihr wieder zurück, Leute? War da nicht das hat der Weg? Schnelle Ausgang. Doch, damit kommt man auch zurück, theoretisch. Perrin, wir machen das schon. Die anderen beiden haben keine Ahnung. Hier ist auch noch eine Statue, mit der haben wir noch gar nicht geredet. Oh, die redet. Oh Gott, nein. Oh nein, warum reden wir? Sazadrak, mach mir den Weg hier frei! Warum? Kann mir das jemand beantworten? Warum sprechen die ganze Zeit irgendwelche Statuen immer unter Perrin, tu nichts Unüberlegtes. Warte kurz. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Halt. Es geht nicht. Hm. Oh, warte. Diese Statue. Ganz merkwürdig. Die Statue ist schon ziemlich seltsam. Sollte sie mir mal genauer angucken. Oh Gott. You have a vision. The statue comes to life and embraces you awkwardly with its broken arms. Unable to resist, you're flown away into an endless dark. Ist er weg? Er ist nicht mehr da. Oh Gott. Hallo. Freunde. Geistersicht. Dieser Charakter kann Geister sehen. Gehen wir hinterher? Natürlich gehen wir hinterher, Leute. Okay, Rahimus. Auch wenn das eigentlich nicht unbedingt mein... Ja, wobei doch, das entspricht auf jeden Fall. Wo ist der denn schon hin? Sind wir voran? Leute? Habt ihr auch diese Nachricht bekommen? Kurz noch eine Zwischenfrage. Seid ihr... Wir sind an unterschiedlichen Orten gespawnt. Ja. Hört ihr mich? Hallo? Warte mal. Eine höhere Macht hat die vorübergehende Fähigkeit. Oh, hier ist Dude. Der leuchtet golden. Mit dem rede ich. Zu dem kann ich auch laufen. Was ist hier? Wo bin ich hier? Das will ich nicht hören. Zorch, dieser. Alles klar. Amadia. The air is still and quiet in this strange place. But as you approach a mysterious figure in the distance, silence crowds your ears even more closely. The onyx eyes, three-layered crown and feathered shoulders. You recognize her from the statues that stand tall in the desert sands. Really? She is the goddess Zorstissa, greatest of the seven. Her tail is coiled. Hat er auch gesagt, dass es deine Mutter ist? Nein. Ich hab die größte der sieben Göttinnen hier vor mir. Bei mir hat er gesagt, es ist deine Mutter. Okay. Ich hab einen Krieger hier. Ziemlich heftig. I called a hero from the chaff. I called him here to me. I called a hero from below, and he shall set us free.
Von der Musik lasse ich mich natürlich berauschen. Die Great Guard steht langsam toward you. Her song flourishing to a crescendo as she approaches. Her fingers remain tented. Her tail relaxes and floats gently behind her. Hear and heed my call, my love. Your hand is mine to hold. Hear and heed my call, my love. I've secrets to unfold. Boah, was geht hier für eine abgefuckte Scheiße gerade? Ja. Alter, ich glaube, du hast die Segnenfertigkeit erlernt. Mich betört hier gerade eine Göttin. Er sagt hier gerade, dass. Mir sagt Krieger gerade, dass sie sein Champion werden soll. Ja, mir wird was vorgesungen. Komm. Das habe ich auch gehabt. Wir haben die gleichen Wörter. Oh, Gott. Okay. Solstice. She cradles your face in her hand and continues to sing. Oh Gott. Oh, oh Gott aller Menschen. Shit. Vor mir steht die Göttin Amadia. Ups. Verkackt. You are my own, my champion to be. Ich habe drei Möglichkeiten. Nummer eins ist fragen, was sie hier macht. Nummer zwei ist sie anfahren. Was zur Hölle war das? Ja, komm, bei mir ist auch nicht besser. Ihr seid mein, ganz und gar, mit Herz und Haut und Haar. Ihr seid mein, ganz und gar, mein Champion, wunderbar. Gewichtig und befriedigt nicken, du gehörst ihr, du gehörst ihr. Sie anschreien, dass sie mit dem Gesang aufhören soll. Du lässt dich nicht hypnotisieren. Ihr nickt zum einen Ohr rein und zum anderen rausgehen lassen, lächeln und fragen, ob sie fertig ist. Alter, das könnte es echt nur dir sein, ey. Bei mir war die Option draufschlagen oder geschlagen werden. Das ist Premium. Alles klar. Doch, ich liebe solche Godlike-Figuren. Ich gehöre ihr. She smiles, raises her hand from your cheek, and brings it down hard across your face, leaving a stinging impression of her large hand. Oh, Segen. Sie hört auf zu singen, nimmt die Hand von meiner Wange und schlägt sie mir hart ins Gesicht, sodass ein schmerzender Abdruck ihrer großen Hand behält. Was hast du geantwortet? Ja, ich habe gesagt, hier, ich gehöre dir. Ich habe mich von dem Gott betören lassen. Oh, ich kann jetzt segnen. Barbar, der segnen kann, dein Ernst? Kann nichts dafür. Ganz plötzlich. Wow. Yes. You have the potential to save all our kind from annihilation. Okay. And if you are to do so, you must remain aware, awake, attuned. Okay, sie tadelt mich gerade, dass ich mich hab einlullen lassen. For you, you will lead our kind back to divinity. You are my Godwoken. Kacke. You are exceptional, even among our kind. Let me show you. Suddenly. A whirl of energy. Oh, ich kann auch segnen. You feel it uncoil in great bands, expanding out. Wir haben wahrscheinlich das gleiche, weil wir Echsen sind, ja. Christoph konnte es ja auch. Oh, warte mal! Alter, die Götter kämpfen gegeneinander. What the fuck? Jetzt verstehe ich das alles erst, okay. Was verstehst du? Oh, ich bin wieder da. Hallo. Jo, ahoi. Aaron, bist du auch gerade einem Gott begegnet? Er hat mir voll in die Fresse geschlagen. Das überrascht mich nicht im geringsten. Aber ich habe zurückgeschlagen und ihm die Nase gebrochen. Oh Gott. Und du lebst noch? Ja, er fand das cool. Er hat gesagt, ich bin der Auserwählte.
Du bist auch der Auserwählte. Ich bin auch der Auserwählte. Das ist cool. Und tschüss. Du musst Dinge tun. Harry, wo willst du hin? Dinge erledigen. Alleine. Was ist mit den anderen beiden? Willst du nicht warten? Leicht. Karen, ich denke, da wir zurückgekehrt sind, sollte es sinnvoll, auf die anderen zu warten, bevor wir loslaufen. Und wenn du dich für was anderes entscheidest, dann versucht man eine Aufnahme zu machen. Kann ich's dafür? Over time, I will ask much of you, my champion. But for now. Okay. Ich werde warten. Der hat mir gesagt, ich darf euch nicht vertrauen. Habt ihr es auch gesagt, dass er euch nicht vertrauen darf? Nun, mir wurde das auch gesagt, aber du bist zwar ein Idiot, aber du bist ein vertrauenswürdiger Idiot. Ja, deswegen habe ich dir gesagt, dass ich euch nicht vertrauen darf. Lass mal Kerzen ausmachen, ich mag keine Kerzen. Aber wir haben immer noch ein Problem. Ja, wo sind die anderen beiden Idioten? Nicht nur das. Wir haben auch immer noch den Quellenhalsring. Du hast mich langsam mal gewöhnt. Echt schickes Teil. Leuchten im Dunkeln. Echt praktisch. Beim Lesen, wenn ich lesen könnte. Warum hast du Kerzen übersehen? Oh. Danke. Vielleicht kann mich die Stadt kaputt schlagen. Nein, geht nicht. All my beloved kin, because I trusted you would succeed if you chose it. La 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 la. You will protect us. Oh, it's near. I know. Hallo, Freunde. Alter. Hallo. Oh Gott, sieht so scheiße aus. Ah nee, das hätte ich nur jetzt mal. Das war ein Trip. Das kann man so sagen. Wen habt ihr getroffen? Niemand. Ich habe meine Mutter getroffen. Sie hat mir gesagt, eine nette Frau? Sie hat mir das Gesicht gestreichelt und dann wurde sie schuppig. Also, meine Kindheit war scheiße. Okay. Einer von uns. Einer von uns. Was? Eure Kindheit auch scheiße. Oh Gott, woher kommt das nochmal? Einer von uns kommt von Taus? Nee. Nee, Quatsch, das kommt von SpongeBob? Nee. Na, wie hieß es nochmal? Hier, dieses komische Ice Age. Meldodon? Da kam's her? Ja, waren das nicht die zwei... waren das nicht die Faultiere im zweiten Teil oder so? Ich weiß nicht. Freunde, jetzt wo wir aus den Katakomben raus sind, was ist unser Plan? Soll ich nicht vertrauen, hat er mir gesagt. Papadapap, du weißt doch wohl, dass du uns vertrauen kannst. Der kippt schon um. Er ist auch voll Trottel. Ich mach meine Schönheitskur. Warte, ich guck mal, ob er lebt. Penner. Nee, der ist tot. Liebe Freunde, wir haben einen Läuterungsstab gefunden. In der Höhle. Ich habe ihm den guten Rahimus übergeben. Warum haben wir den dem Rahimus gegeben? Weil der Rahimus ein Gelehrter ist und damit umgehen kann. Und hier ist ein Eichhörnchen, das sprechen möchte. Ich möchte es töten. Es läuft weg. Lass die Tiere in Ruhe! Rahimus. Ja. Vielleicht hat das Eichhörnchen etwas sehr Wertvolles zu... Bitte auf Scroll -5, alles klar. Mieser Motherfucker sein. Eichhörnchen. Lass das Tier in Ruhe! Mann, ihr seid so gemein. Nice. Pelz. Da hat Essenz drin. Ja, voll Bug. Geil. Das Harry, wir sollten öfters zusammen. Ich hab dein armes, unschuldiges Lebewesen getötet. So, das hat euch nichts getan. Voll Trottel. Alles. Hast du meinen Namen gerufen? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich diesen Ring habe. Ja, Frodo, jetzt komm weiter. Was soll ich Schokolum nennen? So, als kluger Anführer dieser Gruppe würde ich sagen, wir gehen zum Drachen.
Drachen willst du? Warum ist Scroll verflucht? Durchgehend. Vermutlich, weil er den Ring angelegt hat. Achso. Ja. Das weiß ich natürlich nicht. Aber sieht nicht mehr so gesund aus, der Gute. Perrin, ausnahmsweise muss ich dir mal zustimmen. Wir haben einen Läuterungsstab, der Drache benötigt einen Läuterungsstab. Ich weiß, ich hab dir zugehört. Sollte ja, aber sollten wir nicht vielleicht nicht Ding. Und erstens mal, Leute, ihr solltet mir das eigentlich erstmal gar nicht ansehen, dass ich das habe. Aber du siehst es verflucht aus, glaube ich auch, automatisch. Nein, ich sehe nicht. Ja, man sieht ein bisschen das um mich rumbambeln, aber. Also bist du langsamer und so. Und du bist im Allen schlechter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht wieder ausrutschen, nicht wieder ausrutschen. Fuck my life. Was passiert? Da will ich nur so hecheln sehen. Und ich werde mich sowas von auf die Fresse legen, es war so klar. Oh, wie hat das getan, Leute? Don't do this! Ich will nicht wieder ablegen. Achso. Ach, come on! Hi, Drache! Wie geht's? Oh nein, warum, Perrin? Oh nein! Habt ihr schon wieder den Idioten reden lassen? Ich bin leider ausgerutscht. Ich hatte keine Chance. Komm nicht weiter. Oh, er weint. Das ist traurig. Komm nicht weiter, warum kann ich nicht über Eis laufen? Das habe ich schon mal gehört. Nee, ich will das nicht nochmal hören. Jemand anders redet mit ihm. So, warte mal, wo waren denn hier die Läuterungsdinger? Oh, mir ist kalt. Ah, die, warte mal, die hatten wir schon zerstört. Oh, mir ist kalt. Ja, die haben wir schon zerstört. Das wäre echt. Cruel joke of your kind. Ja. Sag einfach ja. It won't be too long before Redeka returns. Kann ich den jetzt irgendwie benutzen? Ich glaube, wir müssen wirklich Redeka töten dafür. Ja, ich glaube, man braucht. Ach, warte mal, das ist nicht ihren. Der Läuterungsstab ist eine Waffe, richtig? Ja. Weil es muss erst einmal ausrüsten. Mache ich das doch einmal. Ich kalt bei dem Typen. Hey, Scroll, was ist bei dir los? Oh, ich weiß nicht, irgendwie. Geht's mir nicht so gut. Weiß nicht warum. Ach du Scheiße, okay. Irgendwie ist es total schwarz. Das mit dem Läutern ist normal. Gar nicht mal so einfach, Freunde. Was muss man denn machen? Läutern. Verzehre eine Leiche, um einen Quellenpunkt zu erhalten. Oder stiehl einen Quellenpunkt von einem lebendigen Charakter. Wird abgewehrt durch magische Rüstung. Und ja. Also das mit einer Leiche verzehren, das ist ja jetzt nicht das Problem. Crawl, du stinkst ein bisschen. Ich bin tot. Was willst du von mir? Freunde, ich bin der Meinung, wir sollten versuchen, den richtigen Stab zu bekommen. Den Läuterungsstab der Hexe. Aber wollen wir das jetzt machen? Was wäre die Alternative? Ich fühle mich jetzt schon viel stärker als vorher. Scroll, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich fühle mich super stark. Wir könnten das Seelengefäß zu Graziana oder wie sie heißt bringen. Hoffentlich Experience dadurch bekommen und aufsteigen. Was cleverer werden. Naja, das wäre. Das wäre tatsächlich eine gute Idee. Ich glaube, das ist ein sehr guter Plan. Ja, gut. Sollen wir unsere unglaublich mächtige Fähigkeit der Teleportation dazu nutzen? Das klingt. Lieber Scroll, du hast doch den Stab der Sorgenzacke. Ich habe viele Sorgen. Wohin müssen wir nochmal? Würdest du mir den Stab sonst übergeben, dann könnte ich nämlich auch diesen krassen Schild benutzen. Ja, würde ich tatsächlich machen. Ich rede mit dem hier. Scroll, du siehst so leicht fertig aus, ey. Alter, ich bin richtig fertig, ey. Ich weiß nicht, was los ist. Vielen Dank. Ich gebe sogar hier schon mein Loot ab, ohne irgendwas dafür zu wollen. Okay, ich rede jetzt mit Graziana, soweit packe ich es noch. Kommt mal her, Leute. Ja, ich. Das ist einfach leider fürs Brief. Warte, ich sehe gerade nichts. Ich habe die Kamera falsch gedreht. Ich habe meine Augen zugemacht. Ja, was hätte ich so gesagt? Okay, jetzt. Alter, boah, irgendwas ist heute nicht richtig. Also. Ich habe das Gefäß hier mitgebracht aus dem. Bösen Ort. Aus der Kammer des Schreckens. As you pull the jar out of your backpack, her voice trembles as she speaks. You entered the vault. You, please, give that to me. Give it to me now.
Alter, was war das denn? Schluck auf. Warum seid ihr denn jetzt so gierig auf das Gefäß? You don't understand. You couldn't understand. Please, I need it. Please give it to me. Ey, jetzt bleib mal ganz locker hier. Warum, was, warum willst du dieses Gefäß hier haben? Ich weiß nicht, ob du es vielleicht siehst. Mir geht's gerade nicht so gut. Und da bin ich immer sehr, sehr eingeschnappt schnell. Impatient. Ja, das ist richtig erkannt. She reaches up and tears off her mask, revealing a wet skull, stained by centuries. You stare into the empty eye sockets of the undead creature before you. Sie passt zu dir. You dare speak to me of patience. Das passt nicht ganz. Centuries, watching lives come and go, while my soul lies locked in a cage. I have been patient enough. Return to me what is mine. Return my soul, you insolent pup. Alter. Also ich muss jetzt sagen. Please don't do this. Warte, wie viel Power, was hat sie nochmal für Werte? Oh, das könnte haarig werden. Ich muss ja sagen, sowas lasse ich mir nicht bieten. Wir werden gegen das ganze Dorf kämpfen müssen. Gut, dass ich gerade nur verkauft habe. Was? Was? Wenn du so gierig darauf bist. Speicher doch bitte wenigstens vorher. Dann bastel's doch zusammen, wenn du es unbedingt willst. No. She dives forward, hands outstretched, but the Nova ist aber nicht so. As it strikes the ground, the jar shatters like glass. No. No, no, no. Oh, Amadia, forgive me. Holding her head in her hands, her bones start to fall to the ground, one by one, where they slowly melt to dust. Eventually, her mask clangs to the ground, leaving just her robe fluttering in the breeze. Jo, die hat's zerlegt. Alter, was hat die dabei gehabt? Alles klar! Ich frag nur ganz doof. Da sind Sachen bei, die du teilweise nicht brauchst. Habt ihr das gerade gesehen, was sie da drüben gesagt hat? Was denn? Sie hat gerade gesagt, Gareth, come back. Will die mal jemand schnell ansprechen? Wer denn? Crawl, das war nicht klug von dir. Ich hab nichts gesehen, Gareth, come back. Habt ihr das nicht mitgekriegt, dass die mich hier beleidigt hat? Klug oder nicht klug, was hättet ihr gemacht, wenn jemand sagt, hier, gib mir das Gefäß, gib mir das Gefäß, ich will das Gefäß. Wisst ihr, es ist ja fast so, als ob ich hier einen Ring zum Abgeben hätte oder sowas und die verlangt hier danach oder so. Aber nein, sie möchte die ganze Zeit nur das Gefäß haben und deswegen sage ich dann no. Ist es einfach so. Hey, zurück zum Wichtigen. Du hast da schöne Hosen dabei. Danke, stehen mir auch, gell? Ich weiß, die haben Perrin. Ja, ganz, dafür kann ich dir das Amulett identifizieren. Ein Amulett? Was du auch hast. Das Amulett? Also welches Amulett? Das du dir in die Tasche gesteckt hast, ich stand direkt neben dir. Wo ist es denn bitte? Ach, das hier. Zwei, okay, drei von unten, gefunden. Idiot. Alter, das ist die heilige Handgranate. Nee, ich dachte... Nee, das ist das Gefäß. Ja, aber guck sie mal an. Und ja, ja. Sieht so ein bisschen... Okay, hier, also du, Perrin, du identifizierst das und wenn du es mir zurückgibst, kriegst du davon, dafür für mich, für, von mir die gehämmerte Schuppenhose. Alles klar, hier, für dich. Danke. Alter. Irgendwie geht's mir immer noch nicht so gut, Leute. Hey, Raimus, du brauchst deine Hosen. Oh. Vielen Dank. Was Alter, hast du krasse Ringe gefunden, ey. Damit hat sich wohl auch erledigt, dass wir Graziana vom Läuterungsstab erzählen. Ja, glaub schon. Haben. Ja, stimmt, scheiße. Die war zu gierig. Was hätte ich tun sollen? Was ist der Läuterungsstab wert? Leute, was kostet so ein Stab? Hier, was hätte ich denn tun sollen? Also. Weiß ich nicht, was anderes. Sie hat so danach gegiert und ich weiß, dass der Tod.
ein ist in diese Richtung bringen kann, aber so in die Richtung zu gieren, das darf nicht sein, Leute. Hallo, wollen die mich verarschen? Es ist abends, nachts um 20.20 Uhr und die bohren hier. True. Dam, dam, dam. Diese Folge können wir, glaube ich, eh mal beenden. Ja. Glaube ich auch. Ja, dann hätte ich mal gesagt, ob wir diese Sache bereuen werden oder nicht. Wenn wir wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen mitkriegen. Und damit hätte ich gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt doch auf jeden Fall bei Because Gaming is Fun vorbei. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.